Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute geht es weiter mit diesem ikonischen Set, was Sisyphus darstellt und auch die Sisyphus-Arbeit. Und ja, das ist ja nun zur Hälfte fertig, den Rest machen wir heute. Viel Spaß mit dem Video! Also der sechste Bauabschnitt, der war jetzt ein absolutes Chaos. Hier liegen ganz viele Einzelteile, die noch überhaupt keinen Sinn ergeben. Hier ist es auch sichtbar. Also sechste Bauabschnitte sind nur Einzelteile und teilweise auch mit Fehlern behaftet, die teilweise korrigiert wurden. Zum Beispiel haben wir einen Fehler hier unten. Bauschritt 7 wird hier einfach ein Brick mit einem Zahnrad und zwei Pins hier unten dran gemacht. Das Zahnrad hier oben und hier unten dann einfach so. Jetzt gibt es dazu eine Korrektur offiziell direkt dabei. So schaut das aus. Und wenn man dann hier guckt, dann sieht man, dass der Schritt ein bisschen umfangreicher ist. Da haben sie ein bisschen was geändert. Das ist soweit schön und gut. Danach kommt jetzt allerdings etwas, wo man sich denkt, ja. Das hier sieht ein bisschen eigenartig aus, ne? Ist das da oben dran geklebt? Auflösung. Die Bar gehört da unten in die C-Clamp. Das wird allerdings nirgendwo sichtbar, bis es nachher beim x-ten Bauschritt irgendwo eingebaut wird. Das war ziemlich weit hinten. Ich muss mal gerade gucken, ob ich die Stelle finde. Wo war es denn? War es so weit hinten? Ich weiß, dass es weit hinten war, aber so weit? Ja, tatsächlich. Da ist es auch so abgebildet. Und wenn man sich das jetzt da anguckt, dann steckt die da aber in der C-Clamp drin. Ja. Den Fehler haben sie nicht gesehen und behoben. Das habe ich jetzt allerdings dann auch genauso schon hier vorbereitet hingelegt, weil ich kann sehr schlecht da oben drüber ankleben und anschließend dann in die C-Clamp drücken. Ja, den Fehler, den haben sie sogar tatsächlich auch übernommen auf die Korrekturseite. Der ist da genauso abgebildet. Dann kommt, ja, wie gesagt, ein Riesenchaos. Und zum Schluss muss dann hier noch die Kurbel gebastelt werden. Die entfällt ja, weil wir ja den Motorantrieb haben. Und jetzt kommt der siebte Bauschritt. Und auch da haben wir gleich schon wieder eine Korrektur bei Schritt 4. Allerdings ist die ja eher nur der Farbe geschuldet, weil man wohl in der Vorschau die falsche Farbe benutzt hat, wie man sieht. Also da ist nur eine Kleinigkeit. Aber ja, ist hier mit einigen Fehlern behaftet, wo man so ein bisschen aufpassen muss. Weiter geht's. So, ich bin jetzt an der Stelle, wo hier Motor und alles eingebaut werden soll und an dieser Stelle breche ich jetzt einmal ab. Das baue ich jetzt nicht so weiter, wie es hier verlangt wird, weil das ist einfach nur Käse. Hier sitzt alles lose. Teilweise werden ja Achsstopper benutzt, damit alles an Ort und Stelle bleibt, aber hier unten, wenn man da sieht, hier ist nichts. Da kann das komplette Zahnrad hin und her rutschen. Hier oben auch, die Zahnräder können hin und her rutschen. Das geht so nicht. Das sitzt alles total wackelig und kann mit der kleinsten Kraftaufwand sofort sich verheddern und verrutschen. Und dann ist die ganze Funktion dahin. Und nee, so kann ich nicht arbeiten. Das gefällt mir nicht. Deswegen habe ich jetzt gerade mir hier meinen Koffer rausgesucht und werde jetzt hier mit den
grauen Axtstoppern, alles, ja, ich sag mal, hier zwischen an Lücken füllen, damit da nichts mehr verrutscht. Hier benutze ich eventuell sogar eine lange Hülse. Es gibt ja diese Technikhülsen, die habe ich auch hier irgendwo noch, muss ich gleich mal raussuchen, weil das geht so nicht. Das ne, kann ich so nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Dann habe ich das alles zusammengebaut und nachher wundere ich mich, warum es nicht mehr funktioniert. Das heißt, was ich wundere ich mich, ist dann logisch, warum es nicht funktioniert. Aber dann darf ich die ganze Chose wieder auseinandernehmen. Nein, nein, machen wir gleich vernünftig. Wird jetzt nicht so gemacht, wie es in der Anleitung verlangt wird, weil es ist tatsächlich genau so in der Anleitung verlangt. Wenn ihr hier reinguckt, hier, das wird einfach lose da so reingelegt. Das fängt schon hier an. Da ist es noch mit Axtstoppern, schön und gut. Hier nicht mehr. Hier wird einfach lose drauf los. Und das bleibt so. Das wird dann nur hier auf der Seite nochmal fixiert mit dem Brick, dass da in der Mitte bleibt so. Und das rutscht doch locker hin und her. Nee, nein, kann ich so nicht machen. Geht nicht. So Leute, der achte Bauabschnitt ist vollendet und der hat mich echt Nerven gekostet, also richtig Nerven gekostet. Ich meine, das unten mit dem Auskleiden, das habt ihr ja auch noch sehen können, dass ich das da so ein bisschen auseinandergenommen habe, um die Zahnräder auszukleiden, wie ich es gesagt habe. Alles, was danach wieder immer wieder abgebaut war, war nicht in Form von Abbauen, sondern in Form von ups, auseinandergeflogen. Anfangs habe ich ja noch gesagt, bei den Teilen Klemmkraft super. Hier hat sich das Ganze erledigt mit der Klemmkraft. Die Teile sind teilweise so schlecht in der Klemmkraft, dass ich da wirklich einiges verstärken musste. Also hier innen drin schimmert jetzt gelb und braun durch. Das sind alles Teile, die ich eingebaut habe, um da mehr Stabilität reinzubringen, weil es einfach so nicht gehalten hat. Denn der Motor hat ja eine gewisse Kraft und diese Kraftübertragung, die wird ja hier auf alles Mögliche übertragen. Und wenn dann da unten der Teil, der hier vorne den Motor und die ersten Zahnräder halten soll, nicht hält, dann fliegt das ganze Ding einem um die Ohren. Kann jetzt immer noch passieren, weil ich kann nicht mehr befestigen. Sonst schränke ich die Funktionen ein. Die Zahnräder müssen ja frei drehen können. Das ist das Problem. Das ist auch ein Problem hier oben, weil ihr seht da, diese Plate, die mit den Slopes befestigt ist, die hat nur von oben Halt. Das heißt, hier darf man nicht drauf drücken, sonst liegt das ganze Ding da wieder drin und man hat die ganze Seite hier wieder ab. Das ist mehrfach passiert. Ja, des Weiteren fehlte mir eine 1x1 Brick Round hier, den habe ich dann aus meinem Sortiment genommen.
Ah, hier geht es schon wieder auseinander. Ja, die Klemmkraft ist einfach mies. Hier lässt die Klemmkraft echt nach. Das ist nicht toll. Hier ist schon wieder irgendwo was ab. Wo kommst du denn? Da. Und das jetzt mit einer Hand ist auch nicht so feierlich. Ah je. Also das kostet mich hier gerade echt etwas Nerven. Ich glaube, dass hier, ich hoffe, das hier wird gleich auch nochmal verstärkt. Sonst muss ich da auch nochmal was basteln, weil hier seht ihr das Gelb alles durchschimmern. Da habe ich so viel verstärkt, weil das Ding hier hang hier auf der Seite in der Luft. Ich meine, wie soll das? Keine Ahnung. Ne? Also, ja. War nicht schön. Ja. Ich hoffe, dass es zumindest gleich für einen kurzen Moment funktioniert, aber es würde mich nicht wundern, wenn das Ding dann gleich auf einmal wieder hier innen drin in sich zusammenbricht, beziehungsweise einem das Ding hier quasi um die Ohren fliegt. Weil hier oben die Kette, die sitzt total auf Spannung. Und die Spannung, die zieht sich ja runter bis zum Motor. Und wenn dort das Teil nicht richtig hält, weil die Klemmkraft nicht da ist, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Dementsprechend bin ich gespannt, wie lange das gleich laufen wird. Ansonsten habe ich ja hier noch die Kurbel. Die ist hier innen drin festgemacht, dass man sie jederzeit rausnehmen und benutzen kann. Ich habe jetzt hier meine Akkubox genommen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die richtig rumgepolt ist, sonst müsste ich die nochmal rausnehmen und hier innen drin mit einer Achse den verstellen, dass er in die Gegenrichtung dreht. Das sehen wir dann. Aber ich mache den jetzt extra nicht nochmal an, weil ich, wenn er auseinanderfliegt, zumindest einen kurzen Moment im gesamten Zustand eine Funktion haben will. Vielleicht klappt das ja. Mal schauen. Ja, wie gesagt, das war jetzt etwas, was richtig Nerven gekostet hat. Und weswegen ich gerade so ein bisschen foxy bin. Achso, ja, genau. Was noch fehlte, war eine graue Fliese. 1x4. Und zwar diese hier. Leider war die nicht aufzufinden. Und ich hatte auch leider keine in hellgrau mehr in meinem Sortiment. Deswegen habe ich die jetzt hier weggenommen und habe da eine dunkelgraue hingesetzt. Ich habe es auch erst mit dieser Plate Modified versucht, die eine Noppen nur seitlich hat und in der Mitte Fliese ist. Das sieht aber auch nicht so toll aus. Da sieht das so besser aus, finde ich. Deswegen habe ich da jetzt eine Dark Blush Gray genommen und habe hier oben, damit das hier eine gleichmäßige Fläche ist, die graue hier hingepackt. Ja. Bis auf die zwei Teile war alles da. Aber ich habe halt jede Menge Teile noch eingebaut, die da eigentlich nicht hingehören, um das Ganze zu stabilisieren. Schauen wir mal, wie gut das Ganze dann hält und funktioniert. Ja, hier kommt wahrscheinlich die Kurbel drauf, gehe ich von aus. Das wird dann auch notwendig sein, wenn irgendwie der Motor hier auseinanderfliegt. Sofern dann nicht hier innen drin noch irgendwas anderes auseinanderfliegt, was für die Funktion selber zuständig ist. Wollen wir mal nicht hoffen. Ich hoffe ja, dass es läuft. Schauen wir mal. Beginnen wir mit dem nächsten und letzten Bauabschnitt. Ist, glaube ich, der letzte. Oder der vorletzte. Thank you.
Da steht es fertig vor uns. Die letzten beiden Bauabschnitte 9 und 10 habe ich jetzt gemeinsam durchgeführt. 9 war die Figur, 10 war die Kugel. Das hat jetzt soweit geklappt. Ja, es war abenteuerlich, muss ich schon sagen. Danach, nach dieser Abenteuer-Exkursion, die ich da gerade hatte, von der ich euch berichtet habe, lief alles wieder ganz gut. Außer, dass ich hier ein kleines bisschen was falsch gemacht habe, scheinbar. Moment, das wollte ich noch in der Anleitung gucken, ob ich das tatsächlich falsch gemacht habe oder ob es falsch rum angegeben war. Weil dieser hier, dieser Technik-Brick, saß einen zu weit oben. Ich habe jetzt hier oben die Plate sitzen und unten den Technik-Brick und vorher war es umgekehrt. Das Ganze sitzt hier unten übrigens auf einer Fliese, weswegen man das auch gar nicht so schwer rausbekommt. Es ist nach unten hin nicht fixiert. Das wollte ich jetzt gerade einmal schauen. Aber eigentlich ist das ja auch egal, ob das mein Fehler war oder nicht. Ja, es war mein Fehler. Alles klar. Ich sehe es schon. Auch wenn ich die Stelle noch nicht gefunden habe. Ja, hier. Die Plate kommt nach oben, der Brick nach unten. Dann passt das auch, weil sonst geht das. Die Achse hier nämlich nicht durch das Loch durch. Hat nicht gepasst. Ja, dann musste ich sie einmal ganz kurz laufen lassen. Da war mir ebenfalls mulmig, weil ich ja gesagt habe, ich habe Angst, dass mir das sofort um die Ohren fliegt. Aber ich musste ja an diese Technikachse hier, an diesen Liftarm dran kommen, damit ich den Fuß dran machen kann. Und der war hier unten drin verschwunden. Da kam ich nicht dran. Dementsprechend, ja, musste ich es einmal kurz ein Stück laufen lassen. Das hat aber gut geklappt. Ob es jetzt allerdings richtig läuft, sehen wir jetzt gleich erst. Bevor ich das mache, allerdings noch eine Sache. Als ich hier innen drin die ganzen Steine gesucht habe, oder für hier innen drin die ganzen Steine gesucht habe, um das zu verstärken, habe ich unter anderem diesen hübschen kleinen 1x1 von Lego gefunden. Und ich habe mir gedacht, weil ich da ein 1x1 erst verbaut hatte, warum hat der keine Klemmkraft? Ich meine, der ist von Lego, der sieht top aus, der ist noch nicht alt. Ja, und dann ist mir was aufgefallen. Ich hoffe, dass man das in der Kamera gleich sehen kann, aber er sieht unscheinbar aus, oder? Er sieht komplett unscheinbar aus. Wenn ich den jetzt hier irgendwo aufnoppe, dann achtet mal darauf. Seht ihr diesen ganz feinen Haarriss? Der zieht sich von unten bis ganz oben durch. Der ist komplett einmal gespalten. Das fällt so überhaupt nicht auf. Der ist Schrott. Der ist Müll. Der kann weg. Der hat einen ganz feinen Haarriss, den man ohne, ja, jetzt kann man ganz leicht einen Knick erkennen, wenn man gegen das Licht hält. Aber ansonsten, man kann das nicht sehen. Und dementsprechend, sobald er aufgenoppt wird, hat er keine Klemmkraft mehr, weil er lässt ja nach. Ja, der ist ein Fall für den Müll. Da kommt er jetzt auch hin. Das wollte ich euch nur einmal noch gezeigt haben. So, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wird das Teil laufen? Drückt mir die Daumen. Ja, das fängt ja gleich gut an. Er verliert gleich mal seinen Oberkörper hier. Ja, die Klemmkraft ist nicht die beste. Das habe ich euch ja gesagt. Ich drehe es nochmal um, dass man es besser sieht. Versuchen es nochmal. Ja, für einen Moment. Für einen kleinen Moment. Mal gucken, ob ich das irgendwie gerade noch mal ein bisschen fixiert bekomme. Ich will da nichts kleben. Schauen wir mal. Ob es hält, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, bei Plates und Bricks, da ist diese Methode nicht so häufig ein Erfolg, aber manchmal hilft's. Mal schauen. Nein. Nein. In diesem Fall regelt Tempo nicht. Da sieht man die Folie, wie ich sie da drum gewickelt habe, aber nö. Das müsste ich also jetzt tatsächlich kleben, damit das zusammenhält. Aber ich habe die Befürchtung, dass es dann auch an anderer Stelle gleich auseinandergeht, weil das ist klemmkrafttechnisch, wie gesagt, nicht so optimal. Aber ja, ich klebe es mal gerade. Es geht nicht anders an der Stelle. So, ich habe diese Stelle jetzt geklebt. Es sind jetzt 15 Minuten vergangen, der sollte jetzt fest sein. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich glaube, der läuft falsch rum, kann das sein?
Jedenfalls sieht das nicht gesund aus, wie der da hängt. Mal gerade gucken. Der Fuß ist so richtig, aber der andere nicht, ne? Der hier müsste irgendwie mal gerade gucken. So, da müsste der Fuß eigentlich so sein. Ein weiter noch. So. Nee. So, aber so. Ah, genau, so müsste der sein. Doch, der ist richtig rum, oder? Irre ich mich? Der drückt dagegen, oder? Das sieht doch so aus. Nee, der läuft rückwärts. Der läuft rückwärts. Ja, dann muss ich noch mal gerade kurz die Akkubox da rausnehmen. Bin dann gleich noch mal wieder da. So, jetzt müsste das aber richtig funktionieren. Ja, das sieht doch schon besser aus. Jetzt läuft er vorwärts. Jetzt schiebt er. Oder er versucht es zumindest, der Ärmste. Naja, das ist halt seine Strafe. Ist halt Sisyphus-Arbeit. Ja, also es war sehr interessant zu bauen, bis auf den drittletzten, also den siebten Bauabschnitt. Der war echt, der hat es in sich gehabt. Ansonsten war das echt mega interessant zu bauen. Ach ja, eine Sache noch, die Figuren, die fliegen hier gerne ab, weil das ist auch nicht so durchdacht. Man kann die nicht hier so anbringen, dass die hier 100% fest sind. Denn die Figur hat ja einen dicken Kopf und der Kopf ist ja dicker als der Torso unten. Der müsste hinten flach sein, damit er sich hinten nicht von der Wand drückt. Aber so ist er nicht 100% fest, sitzt also nur so eben drauf und geht dadurch halt schnell wieder ab. Und das nicht nur hier, sondern an allen Stellen, weil er halt nicht direkt an der Wand bündig sitzen kann. Da müsste man eventuell gucken, mit Jumperplates den Stück von der Wand wegzuholen. Das sieht dann aber auch nicht aus. Also ja, hätte man mit einer etwas anderen Technik machen müssen vielleicht, dass er nicht ganz an der Wand hängt. Wie gesagt, ist hier an allen Stellen der Fall, aber sie halten. Das soll wahrscheinlich den Himmel darstellen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier irgendwas schief gelaufen. Da ist eine Slope nicht an Ort und Stelle. So. Ja. Ach, das ist ein Blitz wahrscheinlich, ne? Das soll einen Blitz darstellen. Da schickt jemand einen Blitz aus dem Himmel runter. Okay, echt interessante Szenen. Hier hängt jemand in Ketten. Also ist schon echt interessant gemacht. Und ja, wenn es dann so steht, sieht es auch cool aus. Und auch die Funktion ist gegeben. Ich hätte jetzt gedacht, das Ding fliegt mir um die Ohren. Aber nein, das, was ich da gebastelt habe, das hält. Und damit bin ich dann jetzt auch zufrieden damit. Ja, bei nächster Gelegenheit werde ich gucken, dass ich hier auf jeden Fall noch eine helle Fliese kriege. Wenn ich das nächste Mal im Blue Brick Store bin und die welche haben, dann nehme ich mir welche mit. Das kann aber sein, dass das erst in Monaten passiert. Mal gucken. Ja, ich kann mich nur immer wieder bedanken. Also echt lieben Dank, dass man mir sowas einfach zuschickt und schenkt. Und ja, da frage ich mich manchmal echt, womit ich das verdient habe. Aber ich finde es immer wieder cool. Und gerade jetzt, wo ich im Moment sowieso mir selber nicht so wirklich was holen kann, ist das umso freudiger. Und ich sage einfach nur nochmal Danke. Das macht mich einfach sprachlos und ja, motiviert mich darin, auf jeden Fall durchzuhalten, weiterzumachen. Und ich mache den Kanal ja nicht deswegen, weil ich mich daran bereichern will. Das ist ja das Interessante. Ich halte mich ja komplett fern von jeglichen Affiliate-Links, von Werbung und hast du nicht gesehen, weil ich das rein hobbymäßig mache. Und dann trotzdem so eine Unterstützung zu haben, das ist schon echt cool. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit einem weiteren Video auf meinem Kanal wieder. Baut rein!